Mein Video erschien nicht in der Abo-Box, du willst es trotzdem sehen? Dann drück auf die Glocke, drück auf Mitteilung senden und verpasse kein Video mehr. Da mal wieder viele gefragt haben, ob ich mal wieder eine Runde World of Warships spielen kann, werde ich dies machen. Ich werde in der Folge mal jetzt nicht das Schiff an sich zeigen, vorstellen oder sonstiges, sondern erstmal in der Folge erzählen, ja, was ich hier jetzt eigentlich in dem Spiel mache quasi, weil viele das gar nicht kennen und vielleicht verwirrt sind. Oder sie haben es gestern bei Manu gesehen. Der Manu ist ja gestern in seiner World of Warships Folge mit so einem kleinen süßen Kreuzer rumgefahren. Wir fahren aber mit dem T10er Schlachtschiff der Deutschen, der große Kurfürst. Ja. Hi. Wir fahren dann schon mal ab hier. Ich bin jetzt übrigens erst frisch T10, ne? Für Leute, die das kennen. Ich bin frisch T10, also nicht wundern, ich habe noch keine krassen Upgrades mit dem Schiff oder so. Ja. Um nochmal hier zu erzählen, was ich jetzt hier laber. T10 ist die maximale Stufe, die du erreichen kannst. Im Spiel geht es von T1 bis T10. Und T10 ist das Maximale und das, ja, das sind dann die dicken Schiffe und so, ne? Sag ich mal so. Dann kämpfst du auch gegen andere Leute, die T10-Erfahrung haben, T9, T8. Also eher erfahrenere Spieler als jetzt in einem T1er bis 3er Gefecht, ne? Wie gesagt, wir spielen Schlachtschiff, groß, breit, langsam, stabil, viel Leben. Und deshalb, ja, bin ich nicht so der Freund eigentlich vom Snipern, sondern Kerngedanke rein, ne? Du bist der Tank, sag ich mal. Du hast schon eine wichtige Aufgabe als Schlachtschiff. Ich mag nicht die Schlachtschiffe, die einfach nur hinten stehen und snipern. Eigentlich müsste rein, zusammen mit anderen Schlachtschiffen, ja. Also, so sehe ich das immer, sieht ja jeder Spieler anders. Neben dem Schlachtschiff haben wir auch gegnerische Flugzeugträger dabei, in jeweils in einem Team 1. Das sind die Schlachtschiffe, dann kommen die Kreuzer und dann die Zerstörer. Die Zerstörer sind ganz klein, wendig, können Nebel legen, worin sie sich verstecken können oder auch andere Schiffe und Torpedos werfen. Das können aber auch Kreuzer. Kreuzer ist so das Zwischending zwischen Zerstörer und Schlachtschiff, sag ich mal. Ne? Ja, 26 Kilometer weg, da komme ich leider nicht ran, außer ich benutze mein Flugzeug, aber das machen wir nicht. Denn wir haben viele Upgrades, die benutzen wir auch im Laufe des Gefechts, wie zum Beispiel U. Damit sehen wir Torpedos von Feinden antaumeln, sag ich mal. Mit dem Flugzeug habe ich eine größere Reichweite an Schießen. Und mit T kann ich mich reparieren und mit T kann ich mich heilen und mit R reparieren, genau. So, habe ich schon mal so ein bisschen grundlegend erklärt. Ziel ist es, die Posten A, B, C zu erobern und somit Punkte zu sammeln, die wir brauchen. So, jetzt muss man hier immer gucken. Da kommen schon die ersten anderen Schiffe. Eigentlich wollte ich nach C reinfahren, möchte aber schon mal eine Breitseite abschießen, so 8 Sekunden, 9, 8 Sekunden, ja, Mato. Schießen wir mal ungefähr so. Könnte vielleicht hinkommen. Ich drehe mal rein jetzt hier. Gehe mal nach C rein. Oh, schon hier getroffen worden. Ein bisschen ärgerlich. Ein Zitadellentreffer bei der Yamato. Und wir brennen, aber dann benutze ich noch nicht direkt. Wenn ich nur einmal brenne, benutze ich noch nicht direkt meinen Feuerlöscher. Ja, wie gesagt, entweder zerstörst du alle Schiffe, die Zeit läuft ab, oder du gewinnst durch Punkte, die du bekommst fürs Töten von anderen Schiffen. So. Also das Team bekommt dann die Punkte. So, das ist grundlegend schon mal erklärt, damit überhaupt die Leute ungefähr verstehen, was hier abgeht. Oh, ich hätte mal U benutzen sollen. Na. Knappe Kiste. Jetzt brenne ich schon zweimal. Ja, dann benutze ich das mal. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Profi World of Warships Spieler. Ich mache das eigentlich nur so just for fun nebenbei immer aus Jux und Dollerei. Da ist eine Bismack. Ja, die steht aber halb, ne? Ich glaube, ich verziehe mich da mal hinterm Berg, um in Ruhe Ziel zu erobern, weil ja, der Kreuzer geht mir jetzt schon auf den Nerven. Der Zerstörer. Um es mal so zu sagen. Oder? Ach Mann. Jetzt zündet mich der dauernd an. Das nervt mich richtig. Geh weg. Ah, ich drehe doch wieder bei im Moment. Ich kann mich nicht entscheiden, Mann. Oh.
Ein einsamer kleiner Kreuzer. Ganz alleine. Ich würde da gerne einmal rein. Ach, egal. Bin eh wieder bei. Dann schießen wir. Oh, die Yamato. Da helfe ich mal mit. Leben gerne. Ach, ist schon versenkt. Ha, schade, schade. Schade, Schokolade. Jetzt haben wir eigentlich verschwendet, ne? Jetzt haben wir eigentlich schon verschwendet. Unsere Schüsse. Bismarck auch weg. Ach Leute, das macht mich jetzt traurig. Dann kümmern wir uns darum. Hier unsere Nahkampfgeschütze schließen mittlerweile auch schon hier auf den... wie drehe ich jetzt am besten bei? Mal komplett so. So, 4 Sekunden. Na? Und weg ist er. Bye bye, have a nice day. So, ich dreh mal bei. Damit mich die Torps jetzt nicht hier nerven. So, und da hinten war der Flugzeugträger. Der schickt so kleine Flugzeuge da los. Seht ihr schon, Torpedos können die werfen und so Bomben aus der Luft. Das ist ein bisschen nervig, sage ich mal. Aber unser Schiff hat eine super Flugabwehr, um es schon mal so zu sagen. Ich würde so gerne hinten Richtung... Ich würde ehrlich den Flugzeugträger mir gerne snacken. Ne? So ist nicht. Aber vor uns sind 2 Zerstörer, ne? Hä? 1 Zerstörer weniger, oder? Jetzt kommen da die Flugzeuge. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. Na, ja, wusste ich's. Fail! Ich hole mir jetzt den Flugzeugträger, ne? Das ist, der hat mich abgeschossen. Ich gehe jetzt den Flugzeugträger suchen, ne? Oh oh. Da kommen gleich Torps. Da kommen gleich Torps. Oh nee. Sag ich doch. Oh mein Gott, wir sind durchgekommen. Komm, rede schneller. Hä? Hat meiner geschossen? Ja? Hä? Was ist ein Fehler gerade? Ich war nicht mal in Reichweite, sag ich mal. Hä? Hab ich gesoffen? Irgendwas habe ich gerade gesoffen. Eigentlich sollte ich jetzt nicht da reinfahren zum Schlachtschiff, da zum Zerstörer. Ach, jetzt ist der wieder verschwunden. Schade. Aber ich will unbedingt den Flugzeugträger mir holen. Der geht mir ja jetzt schon auf den Sack. Hallo? Ist hier ein Zerstörerchen? Ich bin unsichtbar. Das ist gerade mega Fehler, was ich mache, ne? Downed twice this at home. Sowas macht man nicht. Niemals in Nebel fahren, wo ein Zerstörer ist, weil er macht eine Torpsalbe und man ist tot. Deswegen downed twice this at home. Das meine ich wirklich Ernte. Da hinten. Da hinten ist der kleine Rabauke. Dich will ich. Du hast Torps auf mich geschickt. Du musst sterben. Tut mir richtig leid. Ja? Aber das sind die Regeln des Gefechts, die ich aufgestellt habe. Ohne dich. So. Mann, die haben ihn versenkt. Ach Mann, ey. Boah, ich krieg ja gar keine Kills, ey. Ey, Digga. Ey, Digga, voll krass. Und ich mag tatsächlich World of Warships lieber als World of Tanks. Ich mag dieses Ruhige. Ich finde aber das Gefühl geil, ein riesiges Schlachtschiff zu steuern. Und du zerberstest manchmal einfach einen Kreuzer oder so. Zack, weg. Und ich liebe das einfach, wenn die Schiffe dann schießen. Ah, ich finde das mega geil. Ich bin richtiger, ja, Fan davon, kann man so sagen, von diesen, von Schiffe versenken, ne? Das fand ich schon als Kind immer toll. Und das Spiel ist für mich einfach perfekt in der Hinsicht. Eben das Seine. Wie gesagt, viele sagen ihnen, dass das zu ruhig oder zu langweilig. Ich finde das ganz cool und spannend. Ne? Eben, wie gesagt, man muss ja auch viel nachdenken und so. Und ich kenne viele, die haben das angefangen zu spielen, nachdem ich es mal gespielt habe und haben gesagt, ja, ist doch voll lustig, ne? So, jetzt haben sie nur noch 2 Zerstörer und eine North Carolina da hinten irgendwo. 24 Kilometer. Hui, das ist ein Stück. Das ist ein ganz schönes Stück. 24 Kilometer, Alter. 14 Sekunden. 13. Die ist aber nicht so schnell, ne? North Carolina... Hey, ich muss warten. Nicht, dass sie jetzt eindreht, dann bringt das halt nichts. 13 Sekunden Flugzeit der Geschosse.
Oh, ich habe äußerst weniger Zeit noch gedreht. Ich Trottel. Ist keine kleine Zeit. Hör auf, dich zu drehen. 12 Sekunden. Ich würde sagen, dahin. Mal gucken. Vielleicht kommen sie an, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Na, oh ja, ich habe eigentlich ganz gut geschätzt, würde ich sagen. Ah. Ja, auf die Distanz. Fuck. Wie sehr habe ich das gewusst? Sehr, sehr. Du Penner, ne? Du kleiner Penner. So, erstmal hier. Kommen die jetzt hier an mal? Oh. Bam, 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 bam. Ein Cheater-Treffer, 14.000 Schaden. Ja, kann man mit leben. Der blöde Zerstörer, ne? Ich habe so gewusst, dass er. Ich habe gewusst, dass er sie sicher campt und an den Inseln vorbeischießt. Mein Gespür hat mich nicht getäuscht. Er mit seinen Torps, Mann. Aber nein. Trotzdem nicht. Na, ob das ankommt? Ich meine, er dreht ein. Deswegen könnte es vielleicht ankommen. Ah, ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Ach, Menowin. Ne, das war's wohl. Aber wir haben knapp 100.000 Schaden gemacht in dem Match. Ist also okay eigentlich, ne? Geht natürlich deutlich besser. Aber so viel ist uns leider nicht vor die Flinte gefahren. Das meiste ist vor uns einfach gestorben. Ich wüsste gern, wo die Zerstörer sind. Die verstecken sich bestimmt irgendwo, die Schlawiner. Hier kommt da die Salve. Hui. Und abgeprallt. Sad life. Da ist einer der Zerstörer. Ja, nochmal schießen können wir auf jeden Fall. Oh, da kommen Torps auf die North Carolina. Das wird... Ah doch, das wird die überleben. Na, ich glaube, die fährt nicht mehr weiter, ne? Oder doch? Und... Abgeprallt, Mann! Auf die Distanz schießen hasse ich. Na gut. Das war's leider. Das war's leider mit dem T10er. Naja, Insel, wir haben's verstanden. Hab ja angehalten. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen oder eine Bewertung. Und dann können wir gerne mal öfters Matches fahren mit verschiedenen Schiffen natürlich. Das war einfach nur so eine Art Beispiel, wo ich das mal erklären wollte, was das Spiel so ist und. Damit die Leute ungefähr verstehen, worum es geht, bevor ich einfach es mache und nichts erkläre. Weil viele Leute kennen das Spiel vielleicht nicht. So, deswegen war das mehr so ein Erklärungsvideo nebenbei. Details oder sowas gehe ich gerne irgendwann in anderen Videos gerne drauf ein. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Und ich werde mich sehr über Feedback freuen. Das wäre echt Wunderbärchen. Und wir haben natürlich gewonnen. Ihr seht, wie viel Schaden wir gemacht haben. Zieltreffer 31. Abgeschossen haben wir 2 Flugzeuge, Ausfälle 2, das heißt, wir haben 2-mal geschafft, dass zum Beispiel das Geschütz, das Hauptgeschütz nicht mehr funktioniert und es repariert werden muss oder sowas. Zerstört haben wir den einen Kreuzer, den haben wir weggewone-hitted eigentlich. 3 Zitadellentreffer, das heißt 3 gute Treffer, die ordentlich gesessen haben. Erobert haben wir eine Flagge und 10 Treffer mit unseren Nahkampfgeschützen. Dazu gab es dann die lustigen Medaillen hier. Da steht dann, zerstören Sie gegnerische Schiffe mit einer einzigen Artilleriesalve zum Beispiel. Das gibt dann Bonussachen. Oft Bonussachen, glaube ich. Nicht immer, aber oft. Ja, und dann haben wir hier 4.500 EP bekommen mit dem Schiff und 920 allgemeine EP. Das erkläre ich dann auch irgendwann mal gerne nebenbei. Und einmal Geld. Das brauchen wir, um Schiffe zu kaufen, Module und so weiter. Man kann am Tag übrigens sowas wie in Overwatch eine Truhe oder in CSGO eine Case und sich holen, wenn man pro EP-Stufe, die man verdient hat. Wir haben genug EP verdient, um einen Container zu holen. Entweder einen mit mehr Kreditpunkte, mehr Signalen oder Tarnung, mehr Verbrauchsmaterial
Oder man versucht sein Glück, dann bekommt man vielleicht mit ganz, ganz viel Glück einen Supercontainer, was wir nicht bekommen haben, weil die echt selten sind. Und in Supercontainern können richtig gute Sachen drin sein, bis zu einer Türpitz zum Beispiel, ein ultra gutes Premium-Schlachtschiff. So, öffnen wir trotzdem, auch wenn da wahrscheinlich nur 5 Flaggen drin sein werden, ja. Immerhin. Nochmal danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao.